Ja, und damit Hallöchen, herzlich willkommen hier zur 67. Folge von Hard Economic Don. Hier im American Truck Simulator mit dem Hard Economic Mod von Herrn Klaas. Ja. Abfahrtskontrolle haben wir jetzt gemacht. Ganz kurz nochmal, Logbuch ist vollständig ausgefüllt. Wir müssen jetzt los. Sind ziemlich spät dran schon wieder. Auswertung vom gestrigen Tag machen wir nachher. Machen wir auf jeden Fall noch. Das ist dieser. Die sind sich übrigens immer noch nicht einig hier, der Kopf und der Typ. Ah, das ist dieser Blödmannsrasthof hier. Wo die Zeitskalierung so klein ist. Oder groß, nee, was denn nun? Wo die Zeit schneller vergeht. So. Na, wie noch umstellen hier? Ja, wir sind fast da, ne? Wir fahren jetzt noch hier ein kleines Stück auf die US State Route 60, also auf die US 60 Richtung Westen. Anschließend führt uns die Texas State Route 214 noch wenige Meilen Richtung Süden. Und dann sind wir schon da, dann sind wir in Moody Shoe, Texas. Jetzt sind wir hier gerade aus Hereford rausgefahren. So, jetzt würde ich ganz gerne erstmal auf linken Spur bleiben. Einfach mal abwarten. Wir müssen nämlich links abbiegen, so wie das aussieht. Oh, nicht mein Schild. Also ein bisschen Beschilderung würde ich mir schon noch wünschen hier. Also zum einen Stoppschild oder dergleichen und zum anderen ein paar Wegweiser. Uhr war übrigens heute früh Abfahrt hier, ne? Beziehungsweise 6.15 Uhr. Laut Central Daylight Time. Unser Logbuch, was ja im Pacific Time, also in der Pazifik-Zeitzone geführt wird, steht natürlich dann drin, dass 4 Uhr die Abfahrtskontrolle begann. Und 4.15 Uhr Abfahrt war, ne? Völlig klar.
So, Augen offen halten hier. So, laut Navi noch mal geradeaus. Und dann rechts abbiegen. Jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe. Wollte mal die Navigationsstimme anmachen. Wir fahren ja nun jetzt schon in der zweiten Folge auf Patch 1.35. Und das Navi spricht nicht mit uns. Skandal! Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Soll ich jetzt hier vorfahren und dann nach links? Also Ankunftszeit, ja, einigen wir uns auf 7.45 Uhr. Ich würde sogar fast dazu tendieren, rückwärts darin da zu fahren. Oh, jetzt passt das hier nicht. Wenn wir hier schon mal Platz haben und keine Trailer hier stehen, was mich ein bisschen auf der einen Seite freut, auf der anderen Seite mir ein bisschen zu denken gibt und mir, dass ich mir die Frage stelle, wie fahren wir nach Hause? Mit oder ohne Ladung? Nee, noch nicht so früh. Nicht so früh einknicken. Ah, zu stark eingeknickt. Schade eigentlich, hätte was geklappt. Müssen wir mal raus. Komplett. Das wird sonst nichts. Und müssen zusehen, dass wir einen weiteren Bogen fahren. Nicht so nah an den Trailer kommen, der da geparkt ist.
Aber das könnte schon fast zu spät gewesen sein. Wir müssen auch noch hinterher lenken können hier, das ist das Problem. Ja, und das wird nämlich jetzt nichts. Nee, es wird wieder nix. Leute. Sieht schon etwas besser aus. Ah. Ist schon fast erotisch. Wollen wir so absatteln oder wollen wir noch gerade ziehen? Jetzt zieh noch gerade. So. Achtung! Ah, siehste. So. Was hat man gesagt? 7 Uhr 45? Stimmt das? Ja, doch. Hm, halt hin. 7 Uhr 45. Also minus 2 Stunden wieder, ne? 5.45 Uhr. Fahrzeit. Da sind wir jetzt hier in Moody Shoe, Texas. Und droppen den Trailer. Jo, während ich hier noch absattel, werde ich dann, oder nachdem ich abgesattelt habe, werde ich mir noch, so ist die BNSF Railway hier, werde ich mir dann noch eine neue Tour aussuchen, wenn ich hier was finde. Ja, mal gucken, wir müssen auf jeden Fall wieder Richtung Heimat, ne? So. Ja, sieht ein bisschen schlecht aus, ne? Wir waren ja hier Ortszeit 8 Uhr, 8.15 Uhr fertig mit Absatteln. Das war ich hier gute 2 Stunden, knapp 2 Stunden am Warten. Ja. Weil ich nicht wusste, wohin. Ja, ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich habe jetzt eine Tour gefunden, aber das ist eigentlich das, worauf ich mich so irgendwie jetzt freuen würde.
meine, an für sich, die Tour ist schön, also nicht verkehrt, aber mein Ziel war ja eigentlich, hier unseren Reset zu Hause zu verbringen, und das sieht gerade nicht danach aus. Ups. Was macht denn da mit dem Bus hier? Ja, es sieht gerade ein bisschen schlechter aus. Ja, wir fahren jetzt nach Clovis. Nach Clovis, New Mexico. Aber bevor wir da hinfahren, wir sind jetzt noch in Moody Shoe, Texas, ne? Moody Shoe, will ich kurz was dazu sagen. Gibt es seit, also offiziell, founded 1913, incorporated, also eingetragen seit 1926. Aber die Moody Shoe Range gibt es schon seit 1860. Ja, Moody Shoe hat heute 5000 Einwohner, liegt auf etwas mehr wie 1100 Meter Höhe, sind 3800 Fuß. Ja, und ja, liegt in Bailey County mit 7000 Einwohnern. Bailey County. Und Moody Shoe heißt ja ins Deutsche übersetzt Maultierhufeisen, ne? Maultierhufeisen. Und es wurde der Name, so simpel wie der Name eigentlich ist, so simpel ist daran entstanden. Man hat hier auf der Range damals 1860 ja schlicht und ergreifend ein Maultierhufeisen gefunden. Wo man jetzt denkt, naja, was ist daran jetzt so spektakulär? Das Spektakuläre daran ist eigentlich, dass 1860 hier keine Menschenseele gewohnt oder gehaust hat. Ja. Und wenn du der Erste irgendwo bist, das kann man sich heute halt irgendwo schlecht vorstellen, wenn du der Erste irgendwo bist und findest dann auf einmal Anzeichen von Zivilisation, wie zum Beispiel ein Hufeisen von einem Maultier, dann ist das schon, da ist das schon suspekt. Ja, daher der Name Moody Shoe. So, jetzt sind wir hier aber draußen. Da fahren wir jetzt hier Clovis, müssen wir mal gucken, unsere Bude. Im Walmart müssen wir laden. Ach, wir haben keinen Trailer dran. Ah, das sind die neuen Ampeln hier. Hübsch, hübsch. Da vorne muss ich irgendwo rechts rein. Ach da, ja, ich seh's. Zweite Laterne rechts.
steht denn hier für ein fetzen Motorrad in der Garage, sag mal? Was ist da aber? Du hast ja gerade so rein. So. Jetzt habe ich ein bisschen gezögert, weil ich nicht genau wusste, wo lang. Das Navi hört hier einfach auf der Kreuzung, aber hier links ist es. Da ist die Bude. Die Bude. So, Querverkehr kriegt rot. So, schauen wir mal, wa? Schauen wir mal, wo sie stehen. Ja, sie. Ich habe dir in der Mehrzahl gesprochen. Ah, keine Angst, sind nur zwei. Sind nur zwei Trailer. Hier stehen sie doch. Keine Dribbel. Haben wir lange nicht gehabt, Dribbel-Trailer. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht. Bin da jetzt eigentlich scharf drauf. Doppeltrailer, okay. Du kannst eh dann auf dem Rastplatz nichts rangieren, das ist halt das Problem. Weil du es halt nicht trennen kannst. Frei. So, gut. Satteln wir mal auf, wa? Ach, Kurbel, Kurbel, Kurbel. So, Schläuche sind dran. Markerlights funktionieren. Markerlights, Markerlights, Markerlights. Räder sind hier in Ordnung. Einmal frei. So, Dolly. Also erstmal Rücklichter. Rücklichter funktionieren. Blinker blinken. Dolly ist in der Kupplung. Schläuche am Dolly. Schläuche vom Dolly zum Trailer. Das ist aber kompliziert, oder? Dann schauen wir hier. Markerlights funktionieren. Dolly. Sattelplatte ist auf der anderen Seite der Verschluss. Räderreifen in Ordnung. Beleuchtung funktioniert. Markerlights funktionieren. Allesamt. Hier auch die Räder in Ordnung. Rücklichter sind auch zu. Zwei Schüler einen Schritt weiter. Ich meine natürlich, Rücklichter leuchten auch. Plane ist zu. So rum. So, der Kenntegen. Der Kenntegen ist 668 KJK. 668 KJK. Müssen wir uns merken. So, Plane ist zu. Markerlights funktionieren. Stützen sind oben. Dolly Sattelplatte ist verschlossen. Schläuche haben wir schon kontrolliert. Ja, die Stütze ist auch oben, jawohl. Das sieht gut aus. Hier leuchtet und blinkt auch alles. Einwandfrei. Gut, okay. Ach. So. Sechs, sechs, acht, KJK war das Kennzeichen. Wie spät ist denn das jetzt? 10 Uhr am Morgen. Also würde ich sagen, ich würde gerade sagen, das stimmt doch nicht. Es ist doch hier Mountain Daylight Time. Also nur eine Stunde zurückrechnen. Nee, zurück. Ja, genau. Eine Stunde zurückrechnen. Das heißt, wir müssen jetzt ins Logbuch eintragen 9 Uhr, da würde ich sagen, da tragen wir 9 Uhr die Ankunft ein.
dann den On-Duty-Modus von 9 Uhr bis 9.15 Uhr. Um 9.15 Uhr sind wir dann wieder auf Tour. Ja, genau, ihr seht's. Jetzt sicherlich, wenn das Bild wieder scharf ist, unten rechts, ne, die geschätzte Ankunftszeit wird jetzt in der Mountain Daylight Time angegeben. Das heißt, wir sind jetzt bereits in der Mountain Daylight Time und nicht mehr in der Central Daylight Time. Also nicht mehr mit 2 Stunden rechnen, sondern nur noch mit einer. Gut. Routenplanung würde ich mit euch ganz gerne in der nächsten Folge machen. Wenn ich das jetzt mache, habe ich das bis zur nächsten Folge wieder vergessen. Glaube ich. Und deswegen sage ich jetzt mal, wenn es euch bisher gefallen hat, ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Abonniert, kommentiert, was das Zeug hat. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, falsch und rechts. Bis die Leute. Macht's gut. Ciao.